So, hallihallo, wie geht's? So, Skylet ist wieder da. Ja, das mit der Online-Anmeldung ist unmöglich auszumachen und mir ist noch was Geiles aufgefallen. Ich soll diese Basis soll ich einnehmen, dass ich die Mission machen kann. Steht ja. Das Geile ist, ich muss diese Mission machen, dass mich die Bomber dieser Basis nicht mehr angreifen, dass ich diese Basis überhaupt einnehmen kann. Das heißt, sie haben hier einen Kreislauf eingebaut. Entwicklerfehler. Die Typen waren wahrscheinlich unter Drogen, als sie das Spiel gemacht haben. Ach geil, gleich ein Heli. Da. Und jetzt falsche Maus und rein da. Ja, damit. So, jetzt bin ich. Was ist passiert? Achso, bei den Gegnern hält er 8000 Raketen aus. Bei mir hält er nicht mal keine aus. Weißt du, der stürzt einfach schon aus Prinzip ab, weißt du? Er hat halt zu viel Crack in der Nacht. Ja. Der Moment, wenn ich ein Spiel. Hier. Das kann man in einem Felsvideo reinbringen. Der Moment, wenn dich ein Spiel mobbt. Timo mobbt es zu untertrieben. Das ist echt Hardcore-Mobbing. Ein Heli. Bei den Gegnern, du musst mehrere Billiarden Raketen auf den abschießen, dass du überhaupt mal einen Kratzer in den Lack bekommst. Du steigst ein, Schrott ist das Ding. Nächste Sache. Du gehst auf die Lande. Du gehst auf die Plattform. Bomberangriff kommt. Alles, die ganze Umgebung weggesprengt. Es explodiert nur noch durchgehend dein ganzer Bildschirm. Du stirbst. Wo landest du? Am anderen Ende der verkackten Map. Die verfickte 100 Kilometer Länge hat. Und dann kriegst du als Belohnung, darfst du dann gegen ein fettes Kanonengeschütz kämpfen. Also jetzt raste ich aus, jetzt habe ich meine Superpower, Alter. Jetzt raste ich die alle am Nacken. Kann man das irgendwie? Nein, man kann es nicht kaputt machen. Man kann nur hoffen, dass man nicht davon erwischt wird. Und natürlich, man hat die weltweit größte Armee. Natürlich Vorsicht. Oh nein, auf die Minigun-Falle falle ich nicht nochmal rein. Hier gibt es Miniguns im Spiel, aber das Geile ist, die Miniguns, das ist seine Falle. Weil wenn du die Minigun holst, bist du bewegungsfähig und vor allem nach jedem Treffer hat er erstmal eine wunderbare Schmerzensanimation. Sieht zwar genial aus, wie der da so rumtaumelt, aber in der Zeit wirst du einfach so lange beballert, dass kaum bist du aus der Animation raus, hast du gleich die nächste Schmerzensanimation. Das heißt, du kommst eigentlich aus dem krankhaften Kränkeln Beugen und allem nicht mehr raus. Kann ich die Tür irgendwie aufmachen, dass hier. Gut, jetzt kommt da wahrscheinlich eine Horde an Feinden durch und keine Verbündeten, die es eigentlich finden werden. Yes. Hallo, nein, fuck. Sieht mir sehr nach einem Minigun-Heli aus. Das wird mir nicht viel nützen, aber er wird seinen Zweck erfüllen. Jetzt kommt der wieder, aber jetzt. Yep, jetzt kommt die Bombe ab. Ach so, ich kann hier keine. Das ist mal geil. Das war mein Fehler. Ich bin in ein Fahrzeug eingestiegen. Die haben hier eine andere Verteidigung. Die haben hier nicht den Bomber wie im ersten. Sondern die haben eine Verteidigung, jedes Fahrzeug, in das ich einsteige, explodiert. Alter Timo, das glaubst du mir nicht gerade gar nicht. Mir hat nämlich ein Gegner auf mein Teamkamerad geschossen. Alter, kannst du mal einmal das machen, was in diesem verkackten und. Dein Gegner hat auf mein Teamkamerad geschossen. Oder hat er auf ihn gezielt, hat hochgezielt bei dem Schießen, hat er geschossen, hat er dann Kopfschuss gegeben. Wir schicken Boote zu eurer Position.
Position. Wie viele Raketen hält dieser Turm aus? Oh nein, der explodiert wieder alles gleich. Ah, natürlich. Militärische Kriegsschiffe. Kann es noch besser kommen? Am besten noch Nuklearwaffen. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Es würde mich echt nicht wundern, wenn die hier noch mit Atomraketen angescheißen. Er schießt. Der Gegner schießt vor mir auf den Stahlbalken. Ich sterbe. Ich schieße ihm in den Kopf. Es ist ihm scheißegal, weil ich den Stahlbalken treffe. Was gibt's jetzt schon wieder? Ja, ich brüll zu sehr rum, weil das Spiel nicht funktioniert. Kannst du mal deine große Klappe halten, bitte? Ich würde bloß sein, dass du meinen Zahnball gehst. Okay, und viel Spaß. Und dann schon mit deinem Kindjob machst, den du gestern nicht gemacht hast. Ja, viel Spaß euch. Scheiße. Jetzt kann ich dich mal begleiten. jetzt ist Team auf einmal wieder nett. Was ist das gerade? Ja, es gibt tatsächlich Leute, die man im Leben respektiert. Und zu denen ist man auch nett und höflich, egal wie viel Scheiße so ein Entwickler mit seinem Spiel gebaut hat. Ach geil, hier ist eine Chance. Ach geil. Falls ich das Ding hier mal einnehme, will ich die Chance mal ausprobieren. Ob es komplett hilfreich ist, wenn ich dadurch ein Auto zerstören werde? Ich zerstöre einfach eins von denen. Ja, Auto. Zack. Oh nein, Sniper. Ich bin der einzige Sniper, der hier sein darf, und ich bin ein grauenhafter Sniper. Kann ich den? Ich will den anvisieren. Juhu, komm mal her! No. Was geht hier ab, Alter? Ich sag, das Spiel ist mit allein mit dem Funktionieren schon viel zu beschäftigt. Ach, das sind die fetten Kanonen! Ich kann ja bloß keine Fahrzeuge fahren, weil die ja nicht sterben. Es wird mir zu blöd. Ich flieg mal weiter. Yay! Alter, da ist gerade noch eine. Ich glaube, das wird eine ganze Schanzen-Session. Alter, wieso fliegst du nach unten, wenn ich nach oben ziehe? Physik für Vollidioten. Wenn ihr einen Enterhaken habt und diesen nach oben abfeuert, wird er euch definitiv nach unten bringen. Of course. Nein. Ich hab das Gefühl, ich hab gleich einen Sendemast auf dem Kopf. In deine Fresse. Bitch. Ich hab ihn durch seinen Hoden erschossen. So geht ein mieses Leben zu Ende. Wetten, die haben da auch 4-5 von. Hoffentlich nicht überall. Nein, die haben 3. Damit kann ich aber noch leben. Sterben. Zack! Das ist irgendwie geil. Sniper Elite. Mist, ich kann das Ding nicht hacken, zu viele Feinde hier, die gerade auf mich einschießen. Auf jeden Fall brauche ich die Luftabwehr, weil ansonsten kriege ich nachher richtige Probleme. Verpiss dich. Ja, spreng den Turm weg, komm, noch einer. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Wo? Boah, nicht immer direkt neben mir, du Arsch. Nein, Geburt, eigentlich. Das ist ein bisschen hart, also dem wird schon jemand vermissen. Weil man muss bedenken, die könnten alle Frauen Kinder haben. Alter, jetzt voll die viele Luft dabei. Geil! Die Elis wird freuen, die nachher kommen.
Ja, nicht nur dir, meine exzellente Luftabwehr, ich klaue deine Ehre einfach. Kai, hier, Quizfrage an dich. Ganz einfache Frage. Was machst du, wenn jemand was Besseres hat wie du? Ich meine jetzt nicht Militär, obwohl auch Militär. Nein! Viel einfacher, du klaust es ihm! Was er nicht mehr hat, hat auch nicht mehr besser wie du, weißt du? Paladin von Kevin. Der sich fällt schlechterweise keinen. Nein, ich bin sehr stolz auf meinen Kinder. Das sieht immer so gut. Yo! Bam! Warte, da steht wieder auf, weil er tot ist. Er trifft mich nicht, er trifft mich. Ja! Was geht hier gerade ab? Kurz mal Rakete rausgeholt. Zack! Eine gemütliche Runde Just Cause. Ohne den Bomber sind die da. Das Einnehmen hier aber auch echt ein Kinderspiel gerade. Tut nicht mal schwer. Was stotterst du darum mit deiner nicht funktionierenden Stimme mal wieder? Ich muss den Heli zu meiner Luftabwehr locken. Torsteuerung. Hier sind so viele Tore! Zu viele! Wer braucht so viele Tore? Gut, ich verwende mal deren Luftverteidigung. Ist nicht wahr. Ich hab einen Panzer! Hallo mit! Mein Leben hat endlich keinen Sinn mehr. Jetzt bin ich ja. Erstmal auf der Karte. Oh. Ich bring dich um, Spielentwickler. Alle! Ich wollte gerade sagen, warum nur einen? Ich reiß dann die Organe raus und vertick's auf den Schwarzmarkt. Vielleicht spende ich sie auch an ein Krankenhaus. Gut, allein nur um zu gucken, wie komme ich jetzt dahin? Weißt du was, ich setze einen Wegpunkt. Okay, es will mich durch diese undurchdringliche Tür. Geht die auf? Wenn ja, dann nur von innen, oder? Gut, der Wegpunkt hilft mir einen Scheiß. Nein, ich hab ne Knarre. Du. Cobra Dragon Abwehr aktiv, halte dich an. Ach so, die haben auch so eine MP-Scheiße. Ach Mann, ich kann keine Fahrzeuge verwenden. Weil kaum habe ich ein Fahrzeug. Pff, weg damit. Da drin ist wahrscheinlich das besagte MP-Geschütz. Alter, lass. Was? Es ist immer hochintelligent, mit einem Fallschirm durch eine Höhle zu rasen. Ich verwende eigentlich viel zu wenig Granaten. Ich würde gerne alle 2000 sammeln, aber man kann maximal 3 nehmen. Mehr ist gesetzlich nicht erlaubt. Wir sind ja so ein legaler Mensch. Oh nein. Das ist uns wer, die Gegner am Panzer und alles, und was kriege ich? Ich krieg nur Scheiß. Ich krieg einen Scheiß, nicht mal einen Scheiß kriege ich. Smart.
Nein, nicht mal den krieg ich. Ich hab doch gesagt, nicht mal einen Scheiß krieg ich. Du wurdest gerade von einem Panzer angeschossen. Das sieht nicht gut aus. Natürlich sieht das nicht gut aus. Das ist ja, das war da Schrott. Ich hatte keine Raketen mehr. Ich war... Alter. Hilfe, mir fällt gerade ein Rad auf den Kopf. Das ist unfair. Diese Kack-Animation, die immer eine Stunde lang gehen, und wenn eine Animation kannst du natürlich nichts machen. Es ist mehr Film als Spiel. Du klaust in eine militärische Basis. Natürlich wollen die dich hier nicht, du Vollidiot. Jo, das macht echt Spaß. Eigentlich würde ich ein Heli nach dem anderen gerne kapern. Einfach nur so, dass wir alle von der, dass wir alle von ihrer eigenen Verteidigung abgeholt werden. So ist eigentlich der Basis. Weißt du, wie scheiße das ist? Du fliegst da gemütlich mit deinem Fallschirm und ziehst einfach nur eine Heli-Staffel auf dich bekommen. So. Ich kann immer... Verbindung unterbrochen. Sie können sich leider nicht mit diesem behinderten Scheiß, den sie eh nicht brauchen werden, verbinden. Oh, der hat mich getroffen. Was gibt's denn sonst noch alles? Was ist da im Wasser? Das. Ach so, das ist ein Radar, was versoffen ist. Hier ist doch... Du, auf hier zu spawnen. War doof, aber gut. Ach, das ist so ein Wehrkampf, wirklich, und alles gegen einen Menschen. Und wie feige sind eigentlich die Gegner? Die brauchen... Die verwenden Kampfhelis und alles gegen scheiß Typen. Ich bin einfach nur ein scheiß Typ. Mit einem MG und einem Raketenwerfer und ich werde mit Kampfhelis und allem beschossen. Alter, ich bin Madrid's Next Terrorist oder wie? So was zu Germany's Next Topmodel, bloß etwas explosiver. Flieg doch in die Luft, du Kackhaufen! Normalerweise halten solche Benzinkanister ein Magazin aus. Ich schieß 5 Magazine in den rein, das juckt den einfach nicht. Der explodiert bei Gott nicht. Was muss man alles tun, dass das Spiel mal wenigstens die Grundfunktion hat? Dass wenigstens die Grundfunktion da ist. Mein Gott, wahrscheinlich müsste das Update, dass das Spiel überhaupt funktioniert, 22 Terabyte haben. Das Spiel könnte so gut sein, aber die verscheißen sich das selbst so enorm. Die verkacken sich ihr eigenes Spiel durch diese Scheiße. Ja, ich hab's schon. Dass du zu Mist gezwungen wirst, den kein Mensch haben möchte. Dann auch kann man eigentlich so groß. Genau wie No Man's Sky. Ein gigantisches Potenzial und einfach nicht genutzt. Einfach komplett in den Wind gesetzt. Ist nur ein Spiel, wieso sollte das funktionieren? Spielt eh keiner.
Ja, es haben ja nur mehrere. Halt die Fresse, Handy. Es haben nur mehrere Millionen Just Cause 1 bis 2 und 3 gespielt. Wieso sollte Just Cause 3 dann wenigstens funktionieren, ne? Sie hat sich gedacht, ah, ich kann anfangen, brauch nicht. Minigun gegen Vollidiot. Vollidiot gewinnt. Zu weit gefährt. Ich stehe beinahe in diesem Turm drin. Zu weit im Ernst gesagt. Ach so, mich hat schon wieder so ein Kackhini. Ich stehe hinter den Chase. Spontan sterben! Das passiert auch im echten Leben. Passt ein bisschen auf, wenn ihr draußen irgendwo durch alte Gebäude geht. Ihr könntet spontan einfach umkippen und sterben. Just Cause macht es uns ja gerade ziemlich effektiv vor. Nee, es ist einfach nichts passiert. Ich laufe einfach nur eine Treppe runter, auf einmal kippt er um und ist tot. Und er ist nicht am Fallschaden von dem Umkippen gestorben, sondern er ist einfach gestorben, umgekippt und fertig. Wäre wenigstens erst aufs Maul geflogen, wäre dann gestorben, dann hätte man sagen können, ja, der Fallschaden vom Sturz. Aber der Typ ist einfach nur gestorben, umgekippt, fertig. Der ist umgekippt, den müssen wir als tot anzeigen. Ich glaube, der ist Diabetiker. Hat sich gerade einen Snickers so heimlich reingepfiffen und ist aufgrund seiner Diabetes dann umgekippt. Darf man solche Witze überhaupt machen? Ich mach sie einfach. Scheiß auf Rechtssystem. Mach ich hier in dem Spiel ja auch. Wieso steht die Satellitenschüssel? Wie viele Billiardbomben muss man da drauf? Oh nein. Niemand kann euch leiden. Was meint ihr, warum ihr Sniper seid? Gell, niemand mag Sniper. Warte, darf ich kurz mal meine Mine hier platzieren? Alter, ich ziel auf ein Gebäude, er hakt sich irgendwo hinter mir fest. Alter, weil ich so dämlich bin, nimm ich mal auf. Oh mein Gott. Wo ist der Heli? Hi. Immer eine coole Zeit. Er muss cool sein. Ich will wenigstens die Helix hier runter haben. Und nein! Achso. Diese riesenhässlichen Kanonen sind diese EMP-Kanonen, die gegen mich eingesetzt werden. Kann die irgendwie kaputt machen, bitte? Kann ich die. Ich wurde gerade von einer Rakete abgeschossen. Wieso setzt du nicht gleich eine Nuklearbombe ein und sprengt die ganze Insel? Nur weil ich da bin und scheiße nochmal ein MG auf dem Rücken habe. Wieso setzen die nicht gleich Nuklearwaffen ein? Wenn die übertreiben, dann sollen sie es wenigstens richtig tun. Ja, machen sie doch. Auf jeden Fall muss ich die Folge beenden, die Zeit ist um. Eure Zeit, eure Lebenszeit, ihr werdet jetzt alle sterben. Weil dieses Spiel nur von bekifften Idioten entwickelt wurde. Bis zum nächsten Mal, euer Skylight.